Also ich muss sagen, ich richte genauso gerne eine A-Dressur wie eine S-Dressur. Da mache ich auch keinen Unterschied. Mir ist es wichtig, dass ich am Ende dann für mich sagen kann, ich habe den Menschen was mitgegeben. Weil andersrum, alle die, die kommen, haben an dem Tag ja auch das als ihren Höhepunkt des Tages. Ja, und für die, die zu einer A-Dressur anreisen, das ist im Moment deren Leistungsstand und die möchten den abfragen. Mhm. Und der andere kommt für eine S-Dressur mit einem anderen Leistungsstand und seinem Pferd und möchte was abfragen. Und die wollen alle an dem Tag ihre bestmögliche Leistung geben. Und dann ist es meine Aufgabe, das mal erst mit Respekt wertzuschätzen, dass sie kommen, positiv ranzugehen. Und dann müssen wir einfach eingrenzen, was hat an dem Tag geklappt und wo sind noch Möglichkeiten, sich zu verbessern oder wo ist auch wirklich mal einfach was schiefgelaufen. Also ich habe immer wirklich dann auch, tun mir die Leute leid, wenn die sich so gut vorbereiten, aber an dem Tag geht's nicht zueinander. Das Pferd guckt an der Kamera, da kommt von außen, fällt ein Schirm um, es kommt ein Regenguss, irgendwas passiert und es ist wirklich dieser Moment, haben wir Reiter und Richter, beide Seiten, ja keine andere Chance zu sagen, ja, das machen wir später nochmal, sondern wir sind ja auch in einem Zeitkorsett.